Heute mit einem Treat-Spezial, ein Citroën Jumpy, bei dem die Glühkerzen gewechselt werden müssen. Das ist ein bisschen tricky bei dem Motor, das ist der 1,9 Liter Diesel und ja, wie das genau geht, seht ihr in dem Video. Ja, der Kollege ist jetzt hier schon so ein bisschen auseinandergenommen. Von daher guckt euch das Video mal zu Ende an, weil es so ein bisschen in umgekehrter Reihenfolge ist. Ich habe mir jetzt die Arbeit nicht gemacht, das beim Auseinanderschrauben zu dokumentieren, sondern habe es halt auseinandergeschraubt und jetzt beim Zusammenschrauben dokumentiere ich es, aber dann sieht man halt auch, wo die Schrauben hin müssen und ich sage quasi noch alles, was dazugehört und alles, was nötig ist. Also umgekehrte Reihenfolge und hoffe, das hilft trotzdem. Es hilft bestimmt trotzdem. Jetzt ist alles ab. Also das ist von hier gelöst, hier mit einer Klemme. Hier ist so eine Schelle drauf gewesen. Hier ist auch eine Schelle drauf gewesen. Das muss man abbauen, um an die Leitungen ranzukommen. Hier ist eine Abgasrückführungsleitung von der Ansaugbrücke. Das hier ist der Kabel für die Stromversorgung der Glühkerzen. Und der Kabelbaum der Glühkerzen, der wird dann mit dem zusammen auf die passende Schraube an der Ansaugbrücke angesteckt. Zeige ich euch mal die Ansaugbrücke im Detail. So, das ist also die Ansaugbrücke im Detail, wo man so verschiedene Sachen sehen kann. Also hier zum einen ist bei dem Auto ist hier der Unterdruckschlauch kaputt. Also auch mal bei euch gucken, ob der in Ordnung ist noch. Dann ist das da die Schraube, wo die Glühkerzen angeschraubt werden, der ab muss. Hier ist die der Aufsatz der Stutzen für den Abgasrückführungsschlauch. Und jetzt kommt's aber zu dem Teil, der wirklich interessant ist, und zwar wie das Ding festgemacht ist, weil das sieht man nicht, wenn man davor steht. Und zwar einmal muss man hinten über den Motor drüber greifen und dann sind dort zwei Schraubenlöcher. In meinem Fall waren da Imbusschrauben drin, und zwar diese hier. Ich glaube, das ist ein 5er Aufsatz. Und ich habe aber schon Bilder gesehen, wo das Sechskantschrauben sind oder sogar Torx. Also ich weiß nicht, was da von Werk verbaut ist. Hier waren, wie gesagt, diese Imbusschrauben drin. Und hier ist ein 6er Torx und der ist hier vorne und den sieht man auch überhaupt nicht. Also man muss sozusagen, weil die Motorhaube im Weg ist, kann man da mit seinem Kopf nicht reingucken. Ich habe das quasi, habe da reingefilmt, dann habe ich das erst gesehen. Also wenn man da kein Handbuch hat, ist irgendwie doof. Ja, genau, die muss man abschrauben und muss dann vorsichtig mit einem Magneten dann da so die Schraube rausholen, damit sie einen nicht in den Motor fällt, weil wenn sie weg ist, ist sie weg. Na, und dann steckt sie da irgendwo und dann findet man sie nicht wieder. Ja, so sieht das Ding im Detail aus. Die Bilder hier, die ihr gerade seht, die hätte ich mir auch gewünscht, als ich den auseinandergebaut habe. Also für den nächsten, der es macht, der kann sich freuen. Der weiß dann, wie das auszusehen hat. Wenn man jetzt die Glühkerzen einsetzt, genauso wie beim Rausnehmen, sollte man natürlich tunlichst darauf achten, dass man da keinen Dreck in die Löcher bekommt, weil das fällt ja unmittelbar in die Brennkammer und kann die Laufflächen der Zylinder beschädigen. Von daher vorsichtig, also alles sauber machen, also mindestens so hier wie bei mir, eher besser. Und dann ja, vorsichtig das Ding einführen. So, steckt man hier einfach nur so rein, bis es da auf Anschlag steht. Dann nimmt man sich seine lange Nuss und dreht es halt langsam rein. Und tja, und wenn es dann drin ist, dann ist das hier in meinem Fall M10, zieht man das mit 10 Newton, mit 15 Newtonmetern an, was ganz wichtig ist, weil wenn das abreißt da in dem an der Stelle, die Kerze, das wäre ganz schlecht, weil bis man da, so wie das Ding verbaut ist, das schafft da einen Bohrer anzusetzen, muss man wahrscheinlich den halben Motor auseinandernehmen. Also anziehen wirklich geschmeidig, wenn ihr habt, mit wirklich mit einem Drehmomentschlüssel. Und ansonsten in der Tendenz ja, lieber zu wenig als zu viel, bevor da was abreißt. Ja, mittlere Manneskraft nach Gefühl. Genau, jetzt schraube ich das erstmal fest und dann gucken wir mal. Der Drehmomentschlüssel ist jetzt auf 15 Newtonmeter eingestellt. Ne? Da 12 plus 3 sind 15. Dann setzt man den hier vorsichtig an und dreht, bis er knackt. Und das ist echt nicht viel. Ja,
Und das war's. Nicht fester machen, da tut er euch keinen Gefallen damit. Ist halt so ein bisschen undankbar, wenn man den Motor anmacht und stellt fest, dass da über die Winde von der Glühkerze Abgase rauskommen, weil man sie nicht fest genug reingedreht hat. Das ist auf jeden Fall scheiße, wenn das passiert, aber noch viel mehr scheiße, also wenn man es dann halt abschrauben muss und dann doch nochmal eine Umdrehung dazugeben muss. Aber was noch mehr scheiße ist, ist, wenn die Glühkerze halt einfach abbricht. Das will man auf jeden Fall vermeiden. So sieht es dann aus, wenn es alles eingebaut ist. Schön auf Drehmoment. Und jetzt kommt hier diese Kabelbrücke wieder dran. Na, die wird jetzt einfach auf die Glühkerzen aufgelegt und verschraubt. Ja, das mache ich jetzt mal auf Kamera und dann kommt das nächste Bild. Im eingebauten Zustand sieht es jetzt so aus. Beim Abschrauben auf jeden Fall sehr darauf achten, dass euch diese Schrauben hier nicht runterfallen, weil blöderweise sind die nicht mit dabei, wenn man die Glühkerzen neu kauft, zumindest nicht bei denen, die ich geholt habe. Hier waren Berus drin, ich habe auch Berus wieder eingebaut, waren nicht mit dabei, einer davon ist mir abhandengekommen, ist da irgendwo unten drin gefallen, tja, weg war sie. Die Winde ist zum Glück eins, wo man eine normale metrische Schraube drauf drehen kann, also Glück im Unglück, aber besser ja nicht erst mit irgendwas anderem arbeiten müssen, sondern das Material erhalten. Ja, naja, und jetzt kommt die Ansaugbrücke wieder drauf. So, mit ein bisschen Gewürge bekommt man das wieder da drauf. Hier oben ist eine Klammer mit einem Wasserschlauch, der hier zu diesem Reservoir führt. Und das macht sich günstig, wenn man die wenn man die Ansaugbrücke rausnimmt, diese Klammer hier zu öffnen, um dann da den Schlauch abnehmen zu können, aber ich weiß gar nicht, ob es überhaupt ohne geht. Und dementsprechend muss man es dann natürlich die Klammer danach auch wieder zusammen machen. So, und jetzt sitzt er wieder. Ja, man muss diesen Vorratsbehälter hier, den muss man auf jeden Fall abschrauben, weil ansonsten der ist hier mit dieser Ehenschraube festgemacht. Wenn ich ihn gleich ranmache, filme ich es nochmal. Aber wenn man den nicht abmacht, dann bekommt man den ganzen Kram hier nicht raus. So, jetzt sitzt das hinten wieder vernünftig drin und jetzt sitzt das Ding halt auch wieder. Also das bewegt sich jetzt schon keinen Millimeter mehr. Und ja, jetzt muss man das natürlich schaffen, die Schraube da hinten wieder drin zu bekommen, ohne dass er einem hinter das Auto fällt. Also meine Konstruktion sieht dann so aus, ne? Ich mache mir hier so einen Magneten dran, ne? Fokussiere. Und der hält dann quasi die Schraube so, dass ich das Ganze aber trotzdem noch drehen kann. Also gibt es verschiedene Möglichkeiten. Feinfühligkeit ist auf jeden Fall auch wichtig dabei. Aber ja, wenn das da erstmal einmal runterfällt, ist es auf jeden Fall blöd. Vor allem, wenn er das so wie ich auf der Straße macht, beziehungsweise auf dem Boden. Und dann ihr dann ansonsten unter das Auto krauchen müsst. Hier ist jetzt bei dem Wagen zum Glück keine Motorwanne verbaut. Insofern sollte das einfach durchfallen. Aber wenn dann von unten nochmal so eine Schutzwanne dran ist, dann ist natürlich liegt ihr da erstmal drin. Jetzt gucken wir doch mal, ob ich das hier eventuell auch einfangen kann, was ich da mache. Ja, lieber nicht. So, nächster Versuch mal das Schrauben zu filmen. Schrauben, die daneben übrigens sind, die müssen nicht ab. Also den Schraubenkopf, den man da gerade noch so von oben sieht, der hier gehört irgendwie zum Ventildeckel. Der muss da so bleiben, wo er hingehört. So, hier jetzt nochmal alle vier Schrauben in all ihrer Pracht. Also da einmal, zweimal die Imbusschraube, nicht die Torx-Schraube, dreimal und viermal. Und ja, das ist quasi für das Abbauen. Na, wo ist die vierte? Da ist die vierte. Beim Zusammenbauen schraubt die erst rin, nicht ganz sozusagen, nur so einen halben Zentimeter, weil er ansonsten echt Probleme bekommt, die hier quasi die hier vorne und das alles da so rund zu machen, dass das passt. Also eigentlich generell so ein Ratschlag, nie alles festmachen sofort, sondern erstmal alle so ein bisschen ein paar Umdrehungen rindrehen und wenn sie dann alle in ihren Umdrehungen drin sitzen, dann festschrauben. Ansonsten macht man sich damit unglücklich. Also hier ist jetzt nochmal die Stelle, wo die Zuleitung für die Glühkerzen-Elektroversorgung kommt. Also der Kabel, der hier vorne ist, ist quasi die Zuleitung und der hintere geht dann zu der Kabelbrücke und der sitzt
sitzt da auf so einer Schraube, die mit einer Mutter fixiert ist, unterhalb von diesem Ansaugstutzen. Dann ist hier dieser Ansaugstutzen für die Abgasrückführung. Das ist ein ganz schönes Gewürge, den abzubekommen, weil er ein ziemlich stabiler Kunststoffschlauch ist. Also der ist auf jeden Fall nicht so weich wie so ein Standard-Plastikschlauch, sondern eher hart und ist sowohl ein Gewürge, den abzubekommen, als ihn auch wieder drauf zu bekommen. Aber lasst euch nicht entmutigen, das geht irgendwie. Jetzt, wo der festgeschraubt ist, bei mir mit so einer Schraubschelle, aber wer weiß, was da original mal verbaut war, geht es darum, den hier wieder reinzubringen. Und der hat hier so eine Führungsnasen, zwei Stück. Ne? Also hier ist so eine Holzgewindeschraube, die, gehe mal davon aus, einfach nur in den Kunststoff geschraubt ist. Und von daher da eher vorsichtig mit sein. Und ich hätte jetzt beim Zusammenbauen nicht gedacht, dass das so kompliziert ist, das da so wieder einzufädeln, ist es aber. Aber jetzt ist es auch dran. Also die Schraube muss auf jeden Fall ein Stückchen weiter raus, aber besteht natürlich auch die Gefahr, dass man sich den Kunststoff abbricht. Ja, naja, jetzt das Ganze festmachen. Das ist übrigens ein klassischer Fall von gut, wenn man einen Ratschenschlüssel hat, weil der Abstand hier, der ist so eng, dass man da mit einer normalen Ratsche nicht drankommt und ist halt irgendwie nervig, wenn man da mit einem normalen Schraubenschlüssel immer wieder neu ansetzen muss und so. Ratsch, 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 ratsch. Na, kann man das einfach schön abschrauben. Wir nähern uns dem Ende. Das ist jetzt hier an der Seite, ist dieses Teil hier noch mit so einer Schelle am Motor befestigt. Ja, schraube ich mal fest. Und hier ist auch noch so eine Schelle, die muss quasi so da drüber gezogen werden. Das mache ich jetzt mal und dann geht's weiter. Also die Schraube kommt da oben mit der Schelle hin und hier ist die Schelle. Und ja, wer öfters mal schraubt, der kennt das Ding hier vielleicht. Falls er es noch nicht kennt, das ist halt so ein spezielles Werkzeug, mit dem man so eine Klemmschellen irgendwie so zusammendrücken kann. Was hier ganz praktisch ist, weil mit allen anderen Zangen ist es halt nicht so komfortabel wie mit dem. Ja, aber wenn ihr die nicht habt und euch auch nicht zulegen wollt, weil er sowieso selten schraubt, kriegt man sicherlich auch mit einer anderen Zange hin. Aber es ist halt hier so eine ganz spezielle Verbindung. Da kann man auch nicht einfach irgendeine andere Schlauchschelle oder sowas für nehmen. Da muss man schon noch die hier nehmen. Ich habe jetzt die alte wiederverwendet. Das ist eigentlich ein Teil, wo, wenn man Zugang zu hat, eher ein Neuteil nehmen sollte. So, nochmal zu dem Thema hier unten. Also hier ist hier so eine Unterdruckdose mit einem Unterdruckschlauch. Und hier ist auch der passende Kabel dazu. Und also normalerweise hat ja so eine Unterdruckgeschichte immer einen Zulauf für den Unterdruck und einen Ablauf. Und hier ist jetzt bloß ein Kabel, also ein Schlauch dran gewesen. Und da, wo jetzt die andere Seite ist, da ist nichts. Jetzt kann ja natürlich sein, dass er sich da einfach Frischluft zieht. Aber ja, kann auch sein, dass da irgendwo noch ein Schlauch ist, der hier bei dem Wagen aus irgendeinem Grund nicht vernünftig verbaut ist oder abhanden gekommen ist. Ich will das nur sagen, dass da noch eine Nase ist, um da noch einen Schlauch drauf zu machen. Kann also sein, dass da bei euch einer drauf ist. Und ja, dann halt hier den Stecker drauf machen und den Stecker hier auch noch mal im Detail. Der sieht so aus, und wenn man hier vorne drauf drückt, dann sozusagen kommt er an der Nase vorbei. Wie man hier sieht, ist das bei mir irgendwie so ein bisschen gebrochen, dass man das da so drauf stecken kann. Also das ist auf jeden Fall nicht das geilste Steckerpatent, aber ja, drauf sitzt und was auch immer macht, das kann er das jetzt tun. Also hier nochmal die Zange in Aktion, ne? Weil hier ist ja auch so eine Klemme, also man quasi klemmt das da so ein und dann kann man es, wenn man fertig ist, also wenn man es über die Nase drüber bekommen hat, kann man es halt auch noch richtig schön festklemmen. Und dann sitzt die auch wieder gut. Ja, dann, die ist ja selbsterklärend, ne? Das war's. Die Kerzen gewechselt und jetzt machen wir den doch mal an und gucken, ob alles so läuft, wie es soll. So, jetzt, wenn es einen katastrophalen Zusammenbaufehler gab, dann werdet ihr den jetzt zusammen mit mir mitbekommen. Aber hoffen wir mal, dass nicht. Warum geht der nicht rein? Doch, er geht rein. So, that's what she said. Also, wie ihr gesehen habt, hat er geglüht. Mach mal vorsichtshalber mal nochmal hier Glühlampe an. Und er läuft, wie er soll, und macht keine komischen Geräusche. Ja, Glück gehabt. Das läuft. So, jetzt kommt noch das übliche Battle um Abonnements. Ne? Bin ja eure Mutter, deshalb muss ich euch sagen, dass ihr gefälligst zu abonnieren habt.
hilft mir weiter. Ansonsten in der Beschreibung Links zu den Glühkerzen und zu dem Werkzeug, was ich benutze. Und lasst einen Daumen da. Wenn ich irgendwann mal 1000 Abonnenten habe, ey, ich schwöre, ich mache nie wieder irgendwelche Abonnenten hier battle. Das geht mir so auf den Sack.